Riesige Gärtürme ragen in den saarländischen Himmel. Rund 280 Millionen Liter Bier produziert die Carlsberg-Brauerei im Jahr. Im alten Sudhaus. Christian Weber und Ralf Breuling führen die Geschäfte. Im September sind sie an die Börse gegangen. Ihre Mittelstandsanleihe haben sie in einer Rekordzeit von nur 2 Stunden unter die Anleger gebracht. Die haben der Traditionsbrauerei Geld für 5 Jahre geliehen. Ich glaube, wir waren zu einem guten Zeitpunkt da. Man hat ja gesehen, nach uns sind auch einige Markenhersteller in den Markt gegangen. Wir haben so ein bisschen auch mit den Weg mitbereitet, glaube ich. Aber Marke macht viel aus. Aber ich glaube auch so dieses Bodenständige, dass man weiß, okay, ich kann mir vorstellen, was eine Brauerei ist, was dafür Geschäft gemacht wird. Damit kann man Geld verdienen. Deswegen als Anleger bin ich da auf der sicheren Seite. Und natürlich das Thema Familienunternehmen hilft uns da, glaube ich, auch so ein bisschen. Seit 1878 stellt das Familienunternehmen Bier her und setzte als erste Firma nicht nur aufs klassische Bier, sondern führte die sogenannten Biermischgetränke ein. Bier mit Cola zum Beispiel. Jahresumsatz insgesamt rund 160 Millionen Euro. Mit dem Geld aus der Anleihe will der Finanzchef kurzfristige Kredite bedienen und in Wachstum investieren. VC Gastro. 30 Millionen Euro haben sie bei Carlsberg eingenommen. Mit dem Gang an die Börse wollten sie auch testen, wie sie auf den Kapitalmärkten ankommen. Wir haben ganz strikt gesagt, wir machen nur das, was wir auch benötigen, um die Wachstumsfinanzierung darzustellen. Und was wir auch ganz realistisch mit guter kaufmännischer Betrachtung nach vorne in 5 Jahren auch zurückbezahlen können. Köln. In dieser Wirtschaftskanzlei wissen Sie, dass man mit Mittelstandsanleihen auch auf die Nase fallen kann. Anwalt Thorsten Kute hat die Carlsberg-Brauerei beim Gang an die Börse begleitet. Er kennt einige Firmen, die pleite gegangen sind. Damit war das Geld der oft privaten Anleger futsch. Zu viel Vertrauen, zu wenig Kontrolle. Wenn Sie hier auf der Homepage der Börsen schauen, dann finden Sie das Rating mit einer Analyse der Finanzen des Unternehmens. Sie finden den Prospekt mit den Risiken. Sie finden ein Video des Vorstandes. Am meisten angeklickt wird das Video. Ja, die finanziellen Informationen werden kaum gelesen. Und da ist natürlich jeder Anleger auch ein bisschen für sich selbst verantwortlich. Mit seiner Kollegin hat Kute insgesamt 15 Firmen bei der Aufnahme von Mittelstandsanleihen begleitet. Viele wollen unabhängiger von Bankkrediten sein. Aber die laut Rating lediglich befriedigende Bonität der Carlsberg-Brauerei, muss die den Anleger beunruhigen? Der deutsche Mittelstand liegt im Schnitt genauso wie Carlsberg. Was eben zeigt, dass es nicht schlecht, es ist nicht herausragend gut, sondern es ist, würde ich sagen, eigentlich eine typische Mittelstandsanleihe. Für die des Bierbrauers haben sich vor allem Banken und Versicherungen, zu 20% aber auch Kleinanleger interessiert. Bares für Bier, ist die Mittelstandsanleihe ein Modell auch für die Zukunft? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe den Prozess eigentlich als sehr angenehm empfunden, weil man mit Investoren und Menschen ins Gespräch kommt und sagt, okay, was haltet ihr von uns? Was seht ihr positiv, was seht ihr negativ? Und auch hier in der Region geben wir damit ja auch ein Stück zurück. Also jeder Carlsberg-Biertrinker, der sich so eine Anleihe kauft, der weiß, okay, ich bin treu und ich verdiene 7,375% an dieser Anleihe. Es ist ja auch was Positives. Und der Bierbrauer kann sich ganz auf sein Geschäft konzentrieren und daran arbeiten, neue Marken zu entwickeln und noch mehr Bier zu verkaufen.